Planet Terra. Unsere Erde ist einzigartig und Europa, unser Kontinent, ist es auch. Was aus dem Weltall so fragil und zerbrechlich erscheint, ist tatsächlich ein äußerst instabiles System. Kleinste Veränderungen können zu großen Konsequenzen führen. In Brüssel hat man verstanden, wie fragil das ganze System ist und wie sehr alles mit allem vernetzt ist und zusammenhängt. Schon seit längerem arbeitet das Europäische Parlament an einem einheitlichen europäischen Weltraumgesetz. Ziel: die Beseitigung von Weltraumschrott und der Aufbau einer europäischen Megakonstellation, um in den Kontinenten Afrika und Europa ein gemeinsames Satellitennetz sicherzustellen. Raumfahrt, das ist auch das Spezialgebiet von Niklas Nienaß. Für seine Fraktion verhandelt er nicht nur die Weltraumpolitik, sondern auch europäische Regionalpolitik. Schwerpunkt ländliche Räume. Zudem arbeitet er aktiv im Ausschuss für Kultur und Bildung und im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Man ist da wirklich sehr, sehr viel unterwegs, guckt sich viel an, einfach um ein gesamtheitliches Bild zu bekommen, weil ich zumindest habe ja den Anspruch, halt wirklich ganz Europa zu vertreten und wirklich so viel wie möglich reinzubekommen und deswegen viel Austausch mit vielen Menschen reden. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, hat das Ziel, die wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Differenzen in der EU zu verringern und die Ungleichheit zwischen den einzelnen Regionen abzubauen. Die Regionalpolitik der EU soll damit den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Gemeinschaft stärken. Das ist aber wahnsinnig wertvoll und das zeigt ja einerseits auch die Demokratie und die europäische Demokratie, dass man eben einen Input aus allen verschiedenen Regionen Europas bekommt. Das heißt, ich versuche, das große Ganze im Blick zu behalten. Wie kann eine Regelung zum Beispiel möglichst sinnvoll für jede Europäerin und jeden Europäer funktionieren? Aber das Ganze mit so einer Perspektive natürlich zu verbinden, was bedeutet das eben auch für uns in Mecklenburg-Vorpommern? Welche Erfahrungen gibt es von da? Das Große im Blick behalten und vor Ort verankert sein. Unsere Welt ist im Wandel und das nicht nur im Weltraum, in Land- und Forstwirtschaft, in den Städten und Kommunen. Schlagwörter wie Digitalstrategie oder KI sind plötzlich in aller Munde. Chance oder Untergang? Das ist übrigens ein globales Phänomen. Auf der ganzen Welt finden diese tiefgreifenden Veränderungen statt, nicht nur in Europa. Aber kann MV da überhaupt etwas ausrichten? Europa bietet uns wahnsinnig viel. Wir müssen das aber auch nutzen und wirklich anpacken. Und das wünsche ich mir eigentlich von Europa. Und ich glaube, dann können wir als Mecklenburg-Vorpommern auch was richtig Gutes für Europa tun. Nämlich mithelfen, diesen Kontinent grün zu machen und mit unserer Innovationskraft und auch mit einer gewissen Sturheit da mal ein bisschen durchgehen. Ich glaube, dass wir einiges Positives zu Europa beitragen. Europa und Mecklenburg-Vorpommern, das sind zwei starke Partner, die durch unterschiedliche Projekte und Förderungen, Netzwerke und Kooperationen miteinander verbunden sind. Und das stets auf Augenhöhe.